So, dann hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Bioshock. Und dieses Mal gehen wir ein bisschen weiter. Wir kommen nicht weiter, weil wir keinen Einlass bekommen. Also, ja. Solange kann ich noch nicht die Bäume retten. Manchmal habe ich auch ernsthaft das Gefühl, dass manche Gegner auch wirklich in der Wand stecken bleiben hier. Kannst du mir herkommen? Danke. Meins. Was ich auch noch herausgefunden habe, ich habe Munitionprobleme langsam. Deshalb habe ich jetzt eine Pistole mit ordentlich viel Rabums. Das ist schon wieder... Ihr sollt mich aufhören, hier zu verarschen, gefälligst. Sauerstoffversorgung kritisch. Abschaltung eingeleitet. Ah, ich komme so nicht weiter. Die verdammte Stadt ist so gebaut, dass bei einem Notfall wie diesem hier kein Mensch rauskommt. Entweder wir bekommen wieder gesunde Bäume oder du bleibst für immer hier unten. Tja, entweder oder. Okay, mein Freundchen, wir haben jetzt paar kleine Probleme mit dir hier. Bedeutet, entweder du hörst auf, in meine Angelegenheiten hier herumzufuschen, oder ich sehe mich von schlimmeren Maßnahmen ab. Verstanden? Warte mal, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich habe ein bisschen jetzt, glaube ich, Scheiße gebaut. Okay, wo habe ich jetzt ein paar Teile, die ich vielleicht benutzen könnte? Und das Ganze hier? Oh mein Gott. So. Du bist meins. Und darüber müssen wir glücklich sein. Und falls ihr es auch mitbekommen habt, die letzte Folge ist ein bisschen so schnell ausgefallen. Ich hoffe, das ist jedenfalls für euch nicht so schlimm. So, was hatten wir? Ein paar Probleme mit Munition. Scheiß drauf, dass ich jetzt zu viel ausgegeben habe, aber jedenfalls zu viel als zu wenig. Entschuldigung. Mein Gott. Ah. Guck mal, Krabben. Lecker schmeckt. Das warst doch nicht du, oder? Nein. Rosa Gallica für mich finden. Suche in der Grotte. Ich muss weiter arbeiten, solange noch Zeit bleibt. Oh, es ist ein Mustexemplar. Gut. Stopp, meine Freunde. Ich habe. Okay, lassen wir mal. Danke. Ich bin glücklich. Oh mein Gott, wie viel Geld bekomme ich hier? Also ich muss ehrlich sagen, manchmal geben sie zu schnell Geld. Aber gut. Ich suche in der Grotte. Welche Grotte genau? Ah, wir müssen jetzt hier nach oben. In die Richtung. Ach, sehen wir gleich unseren Freund wieder. Die sisterlose Gestalt. Ich weiß, was ich hier vorhabe. Aber ich bin nicht dafür gedacht gehabt. Was ist das hier? Sicherheitstunikum. Ach, fuck! Sicherheitskamera und Geschütze brauchen länger, um dich zu erspähen. Nehme ich mal gerne. Hey, hier war ich doch schon. So. Hast du jetzt deine Sister gefunden? Nein. Armer. Alles
Leute. Bin ich wirklich so illegal? Ach so, jetzt sind die... Oh mein Gott, den Flammenwerfer-Typen habe ich hier vergessen. Oh mein Gott, die haben komplett Alarm geschlagen. Ja, großer. Alles okay. Mein Gott, der Arme. Ja, du findest irgendwann deine Sister. Wie ist sie hier durchgekommen? Wie ist sie überhaupt hier hingekommen? Was hat sie dafür gemacht? Ich normale Schrot hab. Hat es gerade eine Anzeige gemacht? Mein Gott, du findest bald deine Sister. Dann kann ich dich in Ruhe ausnehmen. Hey, ich will hier was beweisen? Irgendwie nimmt jetzt das ganze Gebiet einen anderen Lauf. So schön. Gut, dass ich dafür jetzt noch gewartet habe. Oh mein Gott. Hab ich nicht irgendetwas gesagt gehabt? Dieser Raketenwerfer war mir ein bisschen sehr suspekt. Du musst nicht gleich wie die Ringe vom Saturn um dein Objekt fliegen. Alter. Mein Gott, ich hätte alles fotografieren können. Mann, ich bin so ein Idiot. Ah, na gut, machen wir weiter mit der Angelegenheit. Ich hab die Blume. Hast du die rosa Gallica? Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung mit Schönschrift? Schick sie mit der Robas drüber. Ja, bitte. Mach die scheiß Bucht auf! Komm hoch in mein Büro. Ich lass dich jetzt rein. Ich glaube. Okay. Ein Alarmplatte in eine Überlastungsplatte, weniger beim Hacken. Lass mir mal weg. Ist doch schön. Ich habe die Sicherheitssysteme von diesem Laden gehackt. Die Geschütze werden dir nichts tun. Komm hoch in mein Büro. Sicher, dass sie mir nichts tun werden? Soll ich dir vertrauen? Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophyll-Lösung. Sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen kleinen Schreine, schätze ich. Diese kranken Idioten. Bitte lächeln! Wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Oh oh. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Alter, die wird ja ausgeräuchert und Ende. 9, 4. Fünf. Sieben. Jedes Mal, wenn ihr einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommt, schiebt Ryan es ein Stück weiter von uns weg. Warte. Ich töte seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Becky. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Okay, warte mal. Wir gehen jetzt mal 9. 4. 5. 2. Okay, ich mache mal daraus eine 7. Das war ja halt, wie gesagt, eine
9 oder eine 7 wert. Perfekt. Perfekt. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch versierter Idioten sind? Ich hab den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer Rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich hundertprozentig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chlorophyll und aus Apis mellifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Ha, ganz einfach. Bienenspucke. Du hast ein mehrzeiliges Ziel. Drücke und rufe den Reiterziel auf, um eine Übersicht über alle Teile des Ziels zu erhalten und das aktive Ziel zu wechseln. Der Pfeil und die Karte werden dich... Okay. Ziel, was haben wir denn hier? Besorge 7 Einheiten destilliertes Wasser. Besorge... Nehme ich gerne. Wie soll es funktionieren? Ich habe neues Zemo-Werfer. Muss ich... Darf ich mal bitte was fragen? Ist das nicht einfach die Fähigkeit? Quack, 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 quack. Mann, jetzt lauf ich auch ins Wasser. Warte mal. Und verschießt. Verschießt. Was schießt ihr? Gut, dann hacken wir mal kurz. Ich will keine Probleme jemals mit dieser ganzen Sache hier erfahren. Deshalb machen wir es so wie immer. Man hackt, was das Zeug kann. Bin ich jetzt mal endlich mal das Richtige, was ich suche? Wie lange... Oh mein Gott, da ist es jetzt wieder. Ich dachte schon, ich werde jetzt ewig wieder dafür brauchen, um irgendwie etwas davon zu finden. So, wir müssen jetzt eine Unterseite finden. Dann müssen wir einmal nach oben... Einmal jetzt schon wieder dieses Teil suchen. Und dann gehen wir komplett durch und fertig. Du bist ja auch noch, also hacke ich dich mal auch mal gleich mit. Als erstmal gehen wir so entlang. Gucken, ob alles gehackt werden kann. Warte mal. Ich bin in eine Sackgasse reingegangen. Das ist eine absolute Sackgasse. Nein! Och, ey, das gibt's doch nicht. So, ist jetzt hier eine komplette Sackgasse irgendwie so wieder. Nee, dieses Mal nicht. Gut, dann gehen wir diesmal den oberen Weg. Von hier gehen wir nach hier, unten entlang. Von mir ist jetzt erstmal dahin. Das können wir ruhig dahin tun. Da brauchen wir zweimal diese Einheit. Ah, das war ungünstig gewesen. Jetzt brauchen wir bloß noch einmal nach unten. Und perfekt. Geschafft. So, zwei Sicherheitsmaßnahmen. Endgültig weg. Wenn ihr Besuch kommt, bin ich gerettet. Ah. Was ist das hier eigentlich? Hier soll ich, glaube ich, nicht rein. Hier ist nochmal eine Genbank. Hier ist nochmal Wasser. Fräulein, ich würde mal überlegen, was das bedeutet für dich. Hier sind auch sehr viele Leichenteile. Also geschützt, wir müssen uns mal dringend über deine Leistung hier unterhalten. Ist es wirklich okay, so zu schießen?
Wenn ich jetzt noch hier eine Sackgasse sehe, bin ich richtig am Arsch. Also hoffen wir mal, dass es jetzt nicht so ist. Weil ich habe keinen Bock, nochmal in die Sackgasse reinzuraten. Und dann das Ende ist nicht bereit. Oh, dann wäre ich richtig stinkig. So, bloß noch das letzte Teil und dann haben wir es geschafft. Easy. Easy, lemon squeezy. So, wo sind deine besonderen Bäume, Mutantenbäume? Was überhaupt denn dein ganzes Sicherheitssystem hier? Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Grund des Atlantiks und versuche herauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam. Das ist wie schwarz gebrannter Schnaps, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. Keine Ahnung, hört sich aber echt schrecklich an. Was ist das hier überhaupt? Ich kann bloß den Tisch untersuchen, ich würde aber gerne diesen Hebel drehen. Ach so, ich verstehe es. Einzig und alleine dieser eine Hebel macht, das ist... Ah. Arcadia ist riesig, aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. Farmers Market? Ich bin Affi! Hör mich nicht! Ich habe glatt meine Sicherheitsmaßnahmen hier vergessen. Farmers Market. Ich habe mir das da oben mal nicht durchgelesen, muss ich ehrlich zugeben. Warte, hier gibt es einen Farmers Market? Ah! Oh. Hast du deine... Och Mann, bist du nutzlos. Kannst du mir eigentlich deine Freundin holen? Ich will sie irgendwie mal absorbieren. Warte mal. Jetzt wirklich? Schieß doch. Schieß auf den Großen! Ich bin schockiert. Du hast es ernsthaft zugelassen? Okay. Größerer Tank als gedacht. Puh. Ich wusste gar nicht, dass die Leute hier so scheiße sind, dass sie sogar von ihm ignoriert werden. Gut, Farmers Market. Achtung! Ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Apollo Square umgesiedelt. Okay. Ich verstoße jetzt schon. Wie sieht's aus? Ach ja, glatt vergessen, ich habe hier immer noch... Warte mal. Ich habe doch mehrere Ziele hier. Oder? Kann ich das... Diese Quest wird angezeigt. Kann ich aber die nicht haupt machen? Ich verstehe es nicht. Doch, besorge 7 Einheiten Wasser. Geht aber nicht. Hä? Wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Dahin komme ich nicht entlang. Ich könnte halt, wie gesagt, zu Farmers Market reingehen und da machen. Gut, dann auf zum Markt. Farmers Market. Solange komme ich ja nicht aus diesem Scheißbereich raus. Ach, Mann, es ist so ein bisschen beschissen. Aber naja, was soll ich denn halt sonst sagen? Vielleicht ist dieser Bereich besser, aber ich muss haufenweise Sachen noch machen. Also, das ist nicht so. Vielleicht kann ich die Quests alle in diesem Bereich hier machen.
Wäre schon besser. Nein! Ein Deckel! Nicht! Wartet mal kurz! Ach Mann, ey, ist das hier warm. Und ein bisschen ungemütlich mit der Position langsam. Oh. Seit wie lang habe ich schon aus dieser Position raus? Oh, ich habe keine Ahnung. Können wir sie schon wieder um Stunden halt anhöhen. So, wir sollen Richtung Farmers Market. Aber ich habe die Quest nicht. Aha. Farmers Market und hier sollen wir was anderes machen, sicherlich. Oder? Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Oh. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht. Ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Gibt's noch solche? Das Wasser der Flüsse wird zu... Ey! Ey! Was ist denn jetzt hier los? Schon wieder einer dieser ollen Raketenwerfer. Ey, man kommt hier einfach bloß rein und schon wieder geht die Sauer aber richtig los. Ich muss gucken. Okay, dieser ganze Weg kann ich jetzt nicht gehen. Wartet mal, hier geht's nach oben. Nimm mir doch einmal kurz das hier. Und jetzt nehmen wir einmal das hier. Dann können wir jetzt sicherlich eine lange Kette davon machen. Sehe ich richtig oder sehe ich falsch? Weil sonst kann ich ja noch ein bisschen Abkürzung schaffen. Abkürzung so in diesem Maßen so, dass ich einmal so mache, einmal so mache, einmal so mache und das andere Gegenstück davon suche. Bedeutet so. Von ihr aus gehen wir dann dahin, dann dahin. Dann machen wir mal das dahin und gehen dann mal das dahin und fertig. Geschafft. Eine weitere Sache geschafft. Ein nächster Boss ist weg. Wie groß ist eigentlich die ganze Map hier? Alter. War weiter. Hier ist was. Oh, ich ersetze mal das hier ruhig. Menschenarbeit. Willkommen im Zirkus der Werte. Ja, ich mach schon. Habt ihr hier ein Anti-Hacker-System zufällig? Nö. Gut, dann kann ich ja zufrieden sein. So, dann. Ich hab verbaut. So, machen wir aber schon mal so, dass wir mindestens schon mal den Anfang ein bisschen regeln können. Ich habe keine Lust, nochmal so erwischt zu werden. Sag ich jetzt schon. So. Das kommt dahin, das kommt dahin. Da ist nochmal ein Aus und vorbei. Alter, was, was habe ich denn hier? Das nenne ich wirklich Sackgasse. Na, warte ab. Wir werden es jetzt mal schnell regeln. Ach du Scheiße. Der Hopfen und Malz war schon verloren am Anfang. Ach so, das ist richtig schwer. Wartet mal. Fuck. Verloren. So, dann gehen wir jetzt mal in die Richtung.
Das Problem ist halt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil sonst sind wir richtig schnell am Arsch. Und darüber habe ich jetzt keine Lust. Oh mein Gott, dass man auch unbedingt den riskantesten Weg hier benutzen muss. Es ist auch richtig bitter bei dir zurück nach dem letzten. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, da ist es ja. Willkommen im Zirkus der Hallo. Ihr muss einfach bloß eine Sekunde ausschalten. Oh, verdammte Scheiße. Oder überlegen, was ich jetzt hier mache. Ich könnte auch meinen, dass ich was anderes versuche. Mein Gott, warum muss ich jetzt nachladen? Okay, das war eigentlich sehr doof von mir. Muss ich ernsthaft zugeben, ich hätte einfach bloß aufkaufen müssen, aber ich hatte ungefähr Angst, zu viel auszugeben. Muss ich ernsthaft sagen, es tut mir leid dafür. Ja, dass meine Schrotflinte auch nicht nachgeladen war, das war auch ein bisschen so Dreck. Und lass mich raten, der Gag-Automat ist nicht mehr gaggt. Willkommen im Zirkus der Werte. Tja, ich nenn's anders, ich nenn's Glück. Hier kann ich jedenfalls auch halt Lazarus. Ne. Okay, hier kann ich etwas dafür bauen. Machen so speziell, aber gut. Brauche ich das jetzt unbedingt? Ich habe keine Ahnung. Genbank. Müsste ich glaube ich auch mal wieder regeln. Weil ich merke, ich habe halt wie gesagt schon wieder zu viel. Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Leute. Was soll ich gemacht haben? Was habe ich hier dir angetan? Oder euch allen? Ach, überall schützen ja sicherlich, oder? Ich habe nichts gemacht, mein Freundchen. Nichts. Also könnt ihr jetzt mal bitte aufhören? Okay, eins von den Sachen gefunden. Warum sind die jetzt alle auf einmal halt so seltsam gewesen? Ah, gut. Verdammt viel Blut! Kannst du jetzt einfach hier bitte sterben? Ach so, die wollte jetzt in Richtung Heilung ran. Was machen die? Ach, die rennen in mein Geschütz rein. Das können die gut machen. Aber trotzdem, was ist das jetzt hier für ein Gebiet? Ich denke mir halt so von 0 auf 50 jetzt gefühlt. Okay, das vorige Gebiet war auch halt ein bisschen schon anspruchsvoll. Aber jetzt ging es ja schon wieder los. Und wofür das da ist, ist verstehe ich bis heute noch nicht. Ah, na gut, ich nehme jetzt mal alles mit, was ich mitbekommen kann sozusagen. Ach, die haben mir den Großen getötet. Ihr seid aber jetzt frech. Die haben einfach mal den Dicken ausgelöscht. Hm. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide.
Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Oh. Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schoß. Ich habe sie weggestoßen und geschrien, hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Und dieses tote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist, das ich hasse. Okay, das ist jetzt eine richtige Wendung. Rein theoretisch wollten sie ja bloß die Little Sister haben, bloß wegen Adam. Und jetzt überhaupt nicht mehr? Huh. Was sagt man irgendwie dazu? Ein bisschen bescheuert. Bitte einfach wegmachen. Ich brauch die ich brauch das Ding jetzt nicht. Sorry, dass ich jetzt das Ganze wegmachen musste, aber wenn es gut ist, ist es auch gut. Mein Gott, ich habe immer noch vergessen, ich habe diese gottverdammte Kamera. Die ich rein theoretisch benutzen können. Was mache ich? Nö. Was ist das hier überhaupt für ein Markt? Wo kriege ich diese... Oh mein Gott, schon wieder in Rüdung reingezogen. Schon wieder eins der Dinger. Ich davon... Zufällig... Geschützt, B. Geschütz. Erhöhten Schaden. Für panzerbrechende Munition. C. Okay, ich kann bloß eine gewisse Sache machen. Oh mein Gott, ey. Ich weiß, manchmal ist es besser, die Geschütze zu hacken, aber ich hab... Hab ich da Mr. Bubbles gehört? Oh nein! Und. Meine Schiene hat einen Kurzschluss. Warte mal, stopp, stopp. Ich habe eigentlich genügend Zeit, ich brauche bloß eine gewisse Sache. Och, ey, komm schon! Gib doch mir einfach dieses Teil, was ich brauche. Okay, das dahin. Dann machen wir jetzt das mit dahin und dann gehen wir mal darunter. Oh mein Gott, ey, ist das hier schwierig. Puh, dann machen wir mal so, so hin. Ah ne, ist er schon. Perfekt. Ich kann... Ich hab doch die Kamera ausgerüstet. Mann, was ist das hier mit der Steuerung los? Setz die verdammte Kamera an. Ich will das Mädchen haben. Mann, ich sollte auch langsam beenden, die Folge. So, gut. Wo ist er jetzt wieder? Ich hab was gehört gehabt, dass in diese Richtung was los ist. Wer bist du? Du bist immer noch eine Rosie. Ja, einfach so eine Rosie. So, dann sollte ich jetzt mal aufpassen.
Der hat eine dicke Schrotflinte da. Oh mein Gott, das ist echt anstrengend. Ich hab den Alarm. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich bin sowas verpusht. Dass der Alarm jetzt noch mit eingesetzt hat. Ja, ich hab null. Heißt es jetzt, wenn ich sterbe, bin ich endgültig down? Keine Ahnung, rein theoretisch hat man mir gesagt gehabt. Was ich unendlich eigentlich habe. Mit ihren langen Nadeln, stimmlosen Liedern, ihren entsetzlichen Pflichten. Schauder von frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen in der großen Kette des... Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Wo zum Teufel? Da bist du. Wasser in seinen abscheulichen Beinen. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Ich habe versagt. Wenn man halt die ganze Zeit nichts ahnet, irgendwo reinrennt in eine Sackgasse. Oh nein. Wartet mal. Da unten hin. Schnell dahin. Dahin. Das daneben. Wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Die Chance ist klein. Oh, komm schon, hier irgendwo muss doch noch so ein Teil sein. Ja, und los. So. Hier gibt's so viele Sachen eigentlich. Das Medkit. Ich bin nicht komplett down. Okay. Du was? Was schießt du verdammt nochmal? Oh nein. Und er hat mich schon wieder. Ach Mann, wenn ich bloß diesen Kerl mal eigentlich in die Pfoten bekomme. Gut, Shotgun reicht einmal aus. Ein Schuss. Mein Gott. So, wo ist er? Wo ist der Große? Na? Du hast es jetzt verkackt mit Mr. Bubbles. Ja, komm her. Komm her. Geschafft. Bitte. Und ich habe mich bloß dafür gerecht gehabt. Dieses Elend, das hier angetan hat. Na gut. Dann würde ich jetzt auch meinen, dass es jetzt mit einer weiteren Folge von Bioshock war. Ja, die hat sich jetzt in die Länge gezogen. Dafür halt, wie gesagt, wegen der vorigen Folge, dass sie mir nicht so kurz war. Ich hoffe, es ist jedenfalls... Was hier? Nichts. Na gut, dann jedenfalls. Ciao, schönen Tag noch und bis zu einer weiteren Folge von Bioshock. Tschüss.